Der Spitzensportler Fabian Hambüchen und die Spitzensportlerin Tatjana Pinto setzen sich für die Sache ein, für die wir als Mästemacher stehen. Der Obertitel der Aktion lautet Aus der Wir für Deutschland Backstube. Und mit unseren Produkten fördern wir den Deutschen Olympischen Sportbund. Der Deutsche Olympische Sportbund bekommt von diesem Spezialbroten 5 Cent pro verkaufter Verpackung und kann davon den Sportfördernachwuchs voranbringen. Ich finde es ja schon mal überragend, was Sie hier leisten und dass es auch vor allem in den Nachwuchs geht. Weil das ist, glaube ich, so grundsätzlich das Hauptproblem in Deutschland, dass es überall an Nachwuchs mangelt in diversen Sportarten. Und da kann man nicht genug fördern, meiner Meinung nach. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man da eine gewisse Unterstützung bekommt, auch wenn man nicht aus gutem Elternhaus kommt und dass man am Ball bleibt und das langfristig verfolgen kann und da kein Abbruch entsteht. Ihnen ist, glaube ich, allen klar, von welcher Bedeutsamkeit der Sport gesellschaftlich ist. Der Sport verbindet die Völker. Der Sport ist ein Friedensstifter. Der Sport baut Vorurteile ab. Wir sind irgendwo so eine große Familie und da ist es egal, woher man kommt, ob arm oder reich oder welcher Hautfarbe oder sozialen Schichten. Also der Sport, der ist eine ganz elementare Art, verschiedene Kulturen auch zusammenzubringen. Integration von jungen Frauen, jungen Männern in unsere Gesellschaft über den Sport. Sport ist vor allem für die Kinder eine Riesenchance, da reinzukommen in die deutsche Gesellschaft, in die deutsche Sprache vor allem. Das ist ja auch das Wichtigste. Und für den Sport grundsätzlich, glaube ich, ist es auch eine Chance, bei so vielen Kindern daraus auch noch neue Talente zu entdecken. Ich persönlich finde den Kampfesmut, die Durchsetzungskraft, das Durchhaltevermögen, finde ich bewundernswert. Als Sportler musst du sehr zielstrebig, zielorientiert arbeiten, musst ehrgeizig sein. Das hilft dir natürlich auch im normalen Alltag, im Studium, in der Schule, dass du so diese Disziplin einfach hast. Dann ist der Sport auch ein Förderer der Gesundheit. Das, was eben in den letzten Jahrzehnten immer mehr abgenommen hat, ist die Alltagsbewegung. Schon wenn Sie nur öffentliche Verkehrsmittel benutzen, müssen Sie ja von zu Hause zur Haltestelle und von der Haltestelle zu dem Zielort. Das hilft schon. Aber diese Alltagsbewegung, die müssen wir wieder irgendwie zurückholen. Und da plädiere ich auch an alle Eltern. Nun haben wir ja im Moment eher das Gegenteil. Die Digitalisierung, Computerisierung. Es ist ein Riesenakt, die Kids von der PlayStation wegzuholen. Trotzdem glaube ich, dass man halt einfach die Kinder locken muss, schon im frühen Alter. Ja. Erstmal das Kind an die Bewegung gewöhnen, ja, dass sie erstmal Bock hat, sich zu bewegen, rauszugehen, irgendwas zu machen, sei es auch, wenn es mit dem Fußball einfach rumkicken ist. Mich interessiert vor allem daran, dass Sport so tolle Effekte hervorrufen kann. Das ist toll, weil es fühlt sich an wie Fliegen und das ist eigentlich das beste Gefühl, was man haben kann. Das ist irgendwie ein Gefühl von Freiheit. Und macht dich einfach auch zum anderen Menschen. Du hast ein ganz anderes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, sieht anders aus. Du bist mit dir selbst einfach im Reinen und ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Ja, also ich kann mir ein Leben ohne Sport ja gar nicht vorstellen. Ne? Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin und deswegen, also Sport ist wirklich mein Ein und Alles.